willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns einen Stall an von einer Zuschauerin, und zwar von der lieben Nina. Aber zuerst wollte ich euch noch kurz was erzählen, warum so lange kein Video kam. Und zwar bin ich ziemlich krank geworden. Mich hat es einfach wirklich ziemlich erwischt und ich war ziemlich lang krank. Ich bin noch immer nicht ganz gesund. Und ja, deswegen kam einfach so lange kein Video. Aber ab jetzt kommen wieder welche. Und sie werden jetzt nicht immer Mittwoch und Sonntag kommen, da es im Moment eben noch so ist, dass ich noch nicht ganz fit bin und so. Aber ich werde jedenfalls jetzt wieder Videos machen, wieder mehr Videos machen. Aber jetzt beginnen wir mal mit dem Video. Aber eine Sache noch vorweg, es wird jetzt noch jemand gegrüßt. Und wenn ihr gegrüßt werden wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und zwar wird heute Happy Bunnies gegrüßt. Liebe Grüße an dich. Und Emilias Tierwelt, auch liebe Grüße an dich und danke für eure Kommentare. Aber ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal mit dem Video wirklich. Und zwar, das ist der Tommy, das ist der eine Zwergwider von der Nina, und der braune, das ist der Freddy. Die beiden leben in einer Voliere, die ist 6 Quadratmeter groß, und das passt auf jeden Fall mal sehr gut. Und ihre Kaninchen dürfen regelmäßig in ihren ganzen Garten ohne Zaun laufen. Sie hat mich auch gebeten, gerne ein paar Tipps zu geben, beziehungsweise auch ein paar Inspirationen. Und das mache ich natürlich gerne. Und ja, jetzt schauen wir uns mal den Stall an. Und die beiden sind echt super süß. Hat sie so ein cooles Versteck gebaut mit diesen Palisaden oder wie die heißen, oder Rollrabatten. Die finde ich nämlich auch richtig cool. Das Versteck finde ich jedenfalls super. Dann hat sie hier so einen Strohballen, glaube ich, ist das, oder so etwas. Und da hat sie so ein Schutzhaus. Also sie hat ziemlich viele verschiedene Verstecke, das finde ich sehr gut. Mich würde interessieren, ob deine Kaninchen darauf springen aufs Dach und dort das fressen, oder ob du das runterstellst. Dass du da hinter dem Stall einen Spalt gelassen hast, das finde ich richtig gut. Das mögen meine Kaninchen auch sehr gerne, immer so hinter irgendwo durchflüpfen, aber ich habe jetzt im Moment keinen Stall so vorgestellt. In dem Eck würde ich dir empfehlen, eine Katzentoilette oder so etwas hinzustellen. Das ist einfach viel praktischer dann zum Reinigen. Und dann werden die Kaninchen auch stubenreiner. Ja, das ist einfach so eine Empfehlung von mir. Oder du könntest auch diese Euro-Boxen aus dem Obi benutzen. Die benutze ich immer als Toilette. Ich finde die richtig gut, und meine Kaninchen kacken nur da rein. Das ist sehr praktisch. Da hat sie dann auch so einen Schutzraum, was natürlich sehr gut ist. Ich würde da, glaube ich, ein bisschen mehr Stroh reinfüllen, aber das kann jeder machen natürlich, wie meint. Aber sie hat ja nach Tipps gefragt und ich finde das eigentlich ganz gut. Und ja, genau. Dann hat sie hier so einen Spielball. Meine Kaninchen hatten den auch mal, dann haben sie den voll zerstört und aufgefressen und ist irgendwann die Kugel rausgefallen. Aber ich finde den cool. Ich würde dir noch empfehlen, den vorderen Fußball rauszunehmen, weil der schaut so aus, als würde da so ein bisschen die Farbe abblättern. Ich glaube, es ist nicht so gut, wenn das die Kaninchen fressen könnten. Ansonsten hat sie da noch viele Verstecke, das finde ich sehr gut. Und dieses Holzbank oder so, richtig süß. Sehr gut, dass du so viele Häuschen und sowas hast. Das ist immer sehr empfehlenswert auch. Ich würde sonst auch noch empfehlen, nicht überall Stroh hinzutun, weil meine Erfahrung ist dann irgendwie, dass die Kaninchen viel unstubenreiner sind. Ich würde dir eher sowas wie Rindenmulch könntest du sehr gut, glaube ich, verteilen. Oder Hackschnitzel, das habe ich bei meinen Kaninchen, und das hilft eigentlich wirklich sehr gut, dass die stubenreiner sind. Also das sind so meine Erfahrungen einfach, genau. Also ich würde einfach nicht überall Stroh hin tun. Dann hat sie noch ein wasserdichtes Dach, was natürlich immer sehr empfehlenswert ist für eine Voliere, weil sonst ist immer alles so matschig und so. Und genau. Hier sehen wir nochmal den ganzen Stall im Überblick. Und ja, ich würde einfach nur nicht überall Stroh hin tun, was ich schon gesagt habe, und eine Toilette ihnen anbieten. Aber ansonsten finde ich deinen Stall richtig cool.
Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr bei Deinstall dabei sein wollt, schreibt mir gerne meine E-Mail-Adresse oder per Insta. Das ist beides in der Infobox verlinkt. Aber ich sag's euch noch kurz. Insta ist ich einfach _lenatur. Und meine E-Mail-Adresse ist lenatur@gmx.at. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss, Baba.